Hallo Klickenabendler, wir sind immer noch auf der BerlinCon, jetzt ist die Öffnungszeit auch und die Leute kommen rein. Neben ist der Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo, hi. Man muss ja hier so das Gewuschel im Hintergrund erklären. Genau. Ihr habt natürlich für den Herbst auch ein großes Schachtelformat und in dem Fall ist es, glaube ich, so etwas gehobenes Familienspiel. Leichtes Kennerspiel, genau, ja. Wenn man es mit den zwei Modulen, die drin sind oder Erweiterungen, die drin sind, dann... Genau, das Spiel, weil ich sehe es also mit einem leichten Einstieg oder leichtes Verständnis, wenn man, also kommt man relativ schnell rein, aber trotzdem genug, sag ich mal, was man besser oder schlechter machen kann. Und also ich spiele es sehr, sehr gerne. Der Titel war? Die Insel im Nebel ist es immer noch. Ja, ich sehe es ja, ja, nicht. Alles klar. Und auf den Seiten ist nicht zu sehen, weil es noch gebastelte Schachtel ist. Und der Autor war? Volker Schächtele. Der hat, glaube ich, schon mal ein Spiel veröffentlicht. Genau, bei Queen Games. Und ja, es geht um Elemente bei euch. Um die Elemente, um den Wind. Wir lassen uns nämlich treiben vom Wind und haben einen Heißluftballon, mit dem wir über die Insel fliegen. Man sieht, die Insel liegt noch im Nebel. Das heißt, man sieht im Moment noch nicht, was für Landschaften auf dieser Insel vorhanden sind. Und diese Landschaften entdecken wir langsam, indem wir mit unserem Ballon über die Insel fliegen. Und immer da, wo wir stehen, ringsherum um den Ballon, können wir dann entdecken, was wir zum Beispiel da sehen. Also zum Beispiel Landschaftsplättchen, die wir auf unserem Okular haben, können wir dann da hinlegen und dann zum Beispiel eben sehen, oh, da ist ein Waldplättchen. Was immer ganz gut ist, Landschaftsplättchen mit der entsprechenden gleichen Landschaftsform oder Art zu verbinden, weil am Spielende bringt jede Landschaft, die mit der identischen Küstenlandschaft verbunden ist, 2 Punkte. Plus, also, wenn man es schafft, als erstes das in die Mitte zu verbinden, gibt es ja auch nochmal extra noch Bonuspunkte. Also sowas alles, so würden diese beiden Plättchen dann nachher 4 Punkte bringen. Das Schöne ist, dass man sich auch bewegt in Richtung, wo man nicht hin will. Dazu kommen wir gleich. Richtig. Wie bewegen wir uns? Es wird immer ein Startspieler ermittelt und das ist so, am Rundenende wird immer geguckt, okay, welche Zahl, auf welchem Plättchen stehen wir. Also man kann ja auf, entweder auf einem festgedruckten Plan stehen oder auf einem Plättchen. Wird geguckt, wer hat die höchste Zahl. Derjenige mit der höchsten Zahl ist dann der Startspieler. Der darf sich nachher als erster von diesen Plättchen auf den Wolken die neue Auswahl aussuchen. Und der Letzte in der Runde, der tendenziell das schlechteste Plättchenauswahl auch wie auch immer nehmen darf, der darf dann aber würfeln. Und mit diesen Würfeln bestimmt er dann auch, wo lang der Wind weht. Also in dem Moment würde es heißen, der Wind dreht auf West und alle Spieler müssen dann in Richtung Westen ziehen. Er hat die Möglichkeit, diese Würfel, die er gewürfelt hat, jeweils noch einmal nachzuwürfeln. Wenn er jetzt sagt, oh, West passt mir persönlich jetzt gar nicht, ich würfel den nochmal nach. Ah, wieder West, okay, kann natürlich passieren, aber ansonsten den nachwürfeln. Er kann diesen Würfel auch nochmal nachwürfeln, das ist ein Bonuswürfel, der eben auch ebenfalls für alle Mitspieler gilt. Mit diesem Symbol würde es heißen, er kann nach Westen ziehen oder nach Osten fahren, ohne irgendwie Probleme zu haben. Es gibt andere Sachen, da heißt es dann zum Beispiel, dass er nach Westen oder nach Südwest oder nach Nordwest, also einmal abknickend, fliegen darf. Nicht nur er, also alle Spieler. Das heißt, ich kriege Energie dazu, ein oder zwei Energie. Wo haben wir den? Da fehlt uns noch der Marker für, sehe ich auch gerade. Ja. Gar nicht gut vorbereitet. Also das Gute ist tatsächlich, wenn ein Wind kommt, der euch in eine Richtung lenkt, wo ihr nicht hin wollt, kann euch der Grüne helfen, das entgegengesetzt zu kehren. Und das hilft einem schon drastisch. Aber es gibt ja auch noch die Energie, einer oder zweier für alle. Das würde heißen, man fährt weiter als angegeben und das heißt, man kriegt ein Plättchen aus dem Beutel und darf das in sein Okular legen. Die Okulare sind sozusagen die Lagerplätze für diese Plättchen. Ich gucke halt, ich sehe, was für Landschaften ich da habe und die darf ich dann nachher dann auslegen. So, und wie funktioniert das Ganze, genau, denke ich mal. Ja. Nachdem dieser Spieler eben das bestimmt hat, was wir hier hatten, also wir hatten jetzt in dem Fall eben das, dann darf ich eben mit meinem Ballon nach West oder nach Ost ziehen. Und zwar so viele Felder muss ich dann ziehen, wie auf dem Plättchen steht. Also in dem Fall wären es 4 Felder nach Westen oder 4 Felder nach Osten. Wenn ich am Rand der Insel angekommen bin, dann bleibe ich in der Grundregel da stehen. Es gibt dann noch 2 Modulen, da ist es ein bisschen anders. Aber so würde es einfach stehen bleiben. Wenn ich jetzt aber sage, ach, nach West oder Ost will ich gar nicht, ich habe jetzt hier Wüste und als Startspieler kann ich auch mir nochmal ein weiteres Wüstenplättchen nehmen. Ich will eigentlich nach da unten. Dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay,
wenn ich entsprechend viel Energie habe, dann kann ich die auch einsetzen. Also, ich müsste erstmal den Wind, den ich jetzt hier habe, abbremsen. Das heißt, ich müsste 4 Energie abgeben, um erstmal auf 0 runter zu bremsen. Und dann bezahle ich für jedes Feld in eine andere Richtung, allerdings immer nur in einer Linie, zahle ich dann 2 Energie. Das heißt also, ich müsste dann 2, 4, 6, vielleicht 8 Energie bezahlen, um dann dahin zu kommen. Dann nehme ich dieses Plättchen meinetwegen und baue dann diese Plättchen ein, indem ich sie dann hier unten immer, wie gesagt, umgrenzend auf eines der 6 Felder um den Ballon dann eben legen kann. Wäre jetzt natürlich relativ teuer gewesen, aber man hat die Möglichkeit eben, sich auch abseits von der herrschenden Windrichtung zu bewegen und dann eben da eben geschickt oder gezielt taktisch dann eben was zu machen, um dann da mehr Punkte zu machen. Es gibt auch Plätze, die ihr überbauen wollt. Es gibt welche, da kriege ich Energie geschenkt, wenn ich die überbaue. Und ich gebe welche, wenn ich die überbaue, kriege ich keine Minuspunkte mehr. Das waren eben die Plätze, die ich auch gleich zu Anfang überbaut habe. Weil wenn die nachher offen sind, eben sind es die Minuspunkte, wenn die Vulkane dann auch zu sehen sind. Es gibt auch Plätze, wo ich, wenn ich dann Plättchen hinlege, noch ein zusätzliches Plättchen kriege. Und es gibt natürlich Joker-Plättchen und extra Siegpunkt-Plättchen. Es gibt noch ein paar Plättchen mehr. Joker, Stadt und Monumente. Joker habe ich jetzt hier gerade nicht. Wie gesagt, also ist alles noch Prototyp. Leichter Prototypenphase. Joker-Plättchen sind schön, weil die verbinden halt eben jede Landschaft. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eben so etwas hätte, dann zählt dieses Joker-Plättchen einmal für diese Canyon-Landschaft, aber auch für diese Wüstenlandschaft. Und wenn ich dann noch vielleicht hier irgendwie meinetwegen auch noch hier das Gebirge hier angelegt habe, dann würde das Joker-Plättchen auch für das Gebirge zählen. Allerdings bringt ein Joker-Plättchen nur einen Punkt, während die anderen Plättchen halt eben 2 Punkte bringen. Aber ich sag mal, in dem Fall in 3 Landschaften angebaut sind es eben 3 Punkte, ist natürlich auch nicht das Schlechteste. Dann gibt es, wie gesagt, die Stadt. Eine Stadt ist immer günstig zu legen, wenn man viele Landschaftsplättchen drumherum hat, weil eine Stadt bringt so viele Landschaftsplättchen Punkte ein, wie Landschaftsplättchen um die Stadt herum liegen. Und die Statuen gibt es noch. Genau, das gibt die Monumente noch hier. Die sind auch ganz schön, weil am runden Ende wird geguckt, wer hat die meisten Monumente. Der Spieler kriegt dann für jedes Monument, was er hat, 3 Punkte. Der Spieler, der zweitmeisten Monumente hat, dann für jedes Monument 2, 1 und 0 entsprechend. Und es gibt noch 2, 3 Kleinigkeiten. Wenn ich eine Landschaft nachher habe, die 5 oder mehr Felder groß ist, kriege ich nochmal 3 Bonuspunkte. Und du hast es schon gesagt, wenn ich es geschafft habe, alle Landschaften über irgendwelche Plättchen mit der Mitte zu verbinden. Also ich habe diese einmal den Wald verbunden, aber auch die Sumpflandschaft, zwar nicht mit Sumpflandschaftplättchen, aber über Waldplättchen könnte ich sozusagen zur Mitte laufen. Genauso kann ich über die Wiese hier rüber laufen. Habe also alle 6 Landschaften verbunden. Damit endet das Spiel einmal, dadurch, dass ich das gemacht habe. Ich kriege dann nachher 10 Punkte. Es wird noch eine letzte Runde gespielt und wenn da noch Leute es schaffen, das zu verbinden, kriegen die zumindest noch 5 Punkte. Genau, das sind im Prinzip alle Regeln des Spiels. Ist relativ schnell spielbar. Ich glaube, wir haben gestern 30 Minuten gespielt oder 40 Minuten. Ja, also in dem Dreh, wenn du es kannst, kannst du es wirklich in 30 Minuten runterrocken. Je nachdem natürlich auch, wie der eine oder andere nachdenkt, sag ich mal. Aber genau, nächste Runde werden einfach mal neue Plättchen ausgelegt. Es ist auch so, dass dann eben da zum Beispiel auch dann 2 Plättchen liegen. Und dann ist natürlich immer eine Sache, nehme ich eben 2 Plättchen oder nehme ich so einen Joker oder vielleicht so ein leckeres Monument. Wie viele Monumente haben die anderen schon? Da gibt es ein paar Überlegungen. Aber dann auch, wo will ich vielleicht am Ende stehen, damit ich als Erster, als Startspieler Auswahl habe. Oder wenn der letzte Spieler kriegt ja auch immer zu würfeln. Genau, also in dem Fall würde der Letzte wahrscheinlich dieses Plättchen hier noch kriegen, weil die anderen einfach 2 Plättchen oder einfach attraktive Plättchen sind. Aber dafür konnte er dann sozusagen natürlich den Wind bestimmen. Genau. Dann habt ihr euch noch 2 Module ausgedacht, oder zusammen mit dem Autoren, schätze ich mal. Genau. Es gibt also die Rückseite. Und auch hier gibt es noch mal eine Rückseite einmal, das ist also jetzt kein richtiges Modul, aber einfach, dass die Insel noch mal ein bisschen anders aufgebaut ist, noch mal ein paar extra Felder gibt. Aber es gibt eben noch 2 Module, einmal das Hafenmodul. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, wenn ich mit meinem Ballon über die Insel hinausfahre, dann ist es so, dann lande ich hier in diesem Wolkenhafen und habe dann hier eine Möglichkeit, Plättchen, die hier in der Auslage liegen, eben einzutauschen. Und zwar kann ich dann eben Plättchen von meinen Modulen in dem Fall zu den entsprechenden
Tauschverhältnissen dann eben eintauschen. Das heißt also, ich gebe ein Plättchen ab und kriege dann drei Plättchen dazu. Und es gibt dann eben auch noch auf diesem Tableau Plättchen, die ich erstmal freischalten muss, indem ich mit dem Energiemarker eben dran vorbei bin. Und wenn die freigeschaltet sind, ab dann habe ich die Möglichkeit, auch diese Plättchen anstelle Plättchen von den Wolken zu nehmen, eben Plättchen von, die da sind, eben zu nehmen, mir auf mein Modul zu nehmen. Und wenn ich sie dann eingebaut habe, habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, ein weiteres Okular zu kriegen, sodass ich mehr Möglichkeiten habe, Plättchen, die ich im Moment vielleicht nicht gebrauchen kann, zwischenzulagern. Ich habe die Möglichkeit, hier so ein leckeres Doppelmonument zu machen, was natürlich auch wie zwei Monumente zählt. Du hast eine variable Anzahl, wie du dich bewegst. Genau. Also die ändern nochmal ein bisschen die kleinen Regeln. Genau, einfach nochmal so ein bisschen, dass man nochmal ein bisschen ja, anders spielen kann als im Grundspiel. Aber zum Einstieg ist Grundspiel eigentlich ganz geeignet. Muss mir nicht Gedanken machen mit dem Hafen und, sondern spiele erstmal das. Und wenn ich dann das ein paar Mal gespielt habe, dann kann ich gerne auch mal Module dazu schalten. Spielanzahl wahrscheinlich 2 bis 4. Richtig. Und sind Tableaus drin und die Marker. Genau. Und wahrscheinlich auch sehr schöne dreidimensionale Luftboote, Heißluftballons, genau, oder was auch immer, ja, das darstellt. Genau, es sind Ballons mit Propeller, sag ich mal, so leicht Steampunk-mäßig. Also man kann eben Energie ausgeben, eben um gegen den Wind zu machen. Sonst ist es ja beim Ballonfahren schon eher, dass man mit dem Wind fährt. Aber hier kann man auch gegensteuern und genau. Gut, das war dann schon mal eine kleine Vorschau, was in diesem Herbst kommen wird. Eventuell kriegt ihr dann noch audiomäßig von uns demnächst noch ein bisschen mehr zu hören. Da gibt es noch eine Vorschau weiter in die Zukunft. Wir sind dafür bekannt. Demnächst starten wir wieder eine Woche und sind am Testen auch mit dem Thorsten. Da freuen wir uns alle schon drauf. Und ja, das war unser Vorschau von Schmidt von der BerlinCon. Danke dir für die Zeit. Ja, klein. Gerne. Immer. Mach's gut. Ciao. Tschüss.